Höret, höret, Partisanen, heut schwenken wir die Gangsterfahnen. Big Booty Keys wackelt mit dem Arsch und das smellt richtig fies. Die Beine breit, kommt er meist schneller. So spielt heut Kreis als Buberella. Wunderschön und damit willkommen zu Saints Row 4. Wir werden heute als fiese Bitches anfangen mit der Koop-Kampagne. Kreis ist bereit? Ja, wenn du auf Start drückst, bin ich auch bereit. Atmet schwer hier ins Mikrofon und es geht los. It is a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Didn't catch that, boss. Mike is dead. Are you fucking kidding me? I'm sorry. I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Hey, can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Ash is one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah. I'm sure she's great at putting someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should... Is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Asher Odekar, follow me. We're here. Didn't expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy bought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Oh, hell. We gotta move! حسب الله يخرب بيتك وقعت! Is not really our thing. Come on, this way. Ah!
Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests... Hold on. Hide, truck on its way. Wait a minute. Your hammer is... Was that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a brilliant hacker, a venerated agent of MI6, and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying... Hold that thought, Matt. Guards ahead. So, yeah. Da sind wir. Ich glaube, ich war der Coole. Woher kommst du ich auf einmal? Ich war der Coole. Ich war der Coole. War der Man hat es doch genau gesehen. Ich habe die krassen Moves gemacht. Arabisch. Alles klar, den übernehme ich, ja? Du schaust zu, ich bin der Coole und zack, hier die Killer-Moves. Ninja. Dreimal zugestochen und die Kehle aufgeschlitzt. Ja, nichts kann er. Der hat sich ja nicht mal gewehrt. Oh doch, der hat sich sehr, sehr hart gewehrt. Der hat nur in der Gegend rumgeguckt. Weißt du, so Kinder, den Lollis klauen, das kannst du gut. Ich glaube, der war pissen, ja? Und ein Mann, der pisst, ist wohl eine extreme Herausforderung. Das ist eigentlich schon ehrenlos. Ehrenlos. Wie kannst du jemanden beim Pissen töten? Ich bin ein krasser Ninja. Der sich mir immer in den Weg stellt. Ja, siehst du, die sind gegen Amerika. Kreis, bist du etwa gegen Amerika? Nein. Alter, Kreis, du, das warst du. Was, ich hab nichts getan. Natürlich, du hast dagegen gefeuert. Ich wäre beinahe gestorben wegen dir, ja? Der Anzug ist... Ah, Unsinn. Nicht so stabil, wie man denkt. Ja, Ninja, aber dann nicht feuerfest. Ich dachte, du machst ja einfach Seitenrolle, Hechtsprung, Lachs, Rutsch, Brötchen und dann... Matt, Kinsey, what's going on? Shit, our side bombing the compound. Wait a minute, we're still in here. Guck mal, wie ich hier durchmähe. Wie er Feuer läuft, als wäre hier der Geheimagent. Agent Johnson. Boah, siehst du, was du gemacht hast? Where to now, then? Don't swear, I got this. Come here, bitch. This way, people. Alles klar, hier drüben entlang. Every mission has its bumps. Bump? You call that a bump? You're alive, aren't you? Die reden ja auch permanent, ne? Irgendwie schon. Was machst du hier? Couch-Diving? Couch-Surfen. Ha! Ich würde hier nicht so sehr auf die Fässer ballern, denn das Ganze ist radioaktiv. Das macht mir nichts. You two go through that door. On. Let's see how you can handle yourself, Mr. Celebrity. We'll be on mic. Handle myself, shit. Ich geh da mal ran, ja? Ich mach das mal. Guck mal hier, Daddy hat die Tür geöffnet. Das hat Daddy wirklich hervorragend gemacht. Wir haben unendlich Munition, sehe ich gerade. Ja, weil Intro-Mission. Mach doch da oben den Raketenwerfer weg. Ja, Junge, du musst auch ein bisschen was machen. Ich kann nicht alles übernehmen. Ich hab dem so übel. Es wird Zeit, dass du erwachsen wirst. Aber ich will die Tür nicht aufmachen. Ich hab da so eine Phobie. Du musst die Tür öffnen. Welche Tür? Haben wir noch eine Tür vor uns? Ich sehe hier gar keine Tür. Wo ist denn hier eine Tür? Ja, weil du gerade gesagt hast, Papa macht die Tür auf. Als wir hier reingegangen sind. Ja, ich hab die ja schon aufgemacht. Das ist ja schon ewig lange her. Das war in der letzten Folge. Du verwirrst die zu sehr. Okay, wir müssen nach oben gehen. Ich hab nicht so ein Reaktionsvermögen. Haben wir andere Waffen dabei? Ich hab die Faust dabei. Auch bekannt als der Norris. Ich habe den Norris dabei. Die hat Chuck Norris unter ihrem Bart versteckt. Okay, bist du bereit? Zeitlupe. Nicht die Tür auf, Don't move. COD Slow-Mo. Du bist auch in der Slow-Mo drin. Ja. Zack. Alter, der eine da hinten hält ziemlich viel aus. Hier ist noch einer am Leben. Schnell! Boah, wie er weggeflogen ist. Was hat er jetzt davon, wenn er so doof aussieht? Guck mal hier drüben. Der gute Vino. Nimmst du mit? Ja, ich könnte mir hier so ein bisschen Vino gönnen. Oh, du wurdest überfallen. Aber die Frau rettet mich. Ha, von der Frau gerettet. Naja, du stehst hier nur hinten rum und weinst.
soll's doch keinem sagen. Das ist eine ziemlich harte Mama, sage ich dir. Hey, ich habe meine Waffe verloren, oder was? Nee, hier drüben ist sie. Okay, wir können sprinten. Kannst du auch sprinten? Ja, ich sprinte. Alles klar, fieser Russe hier. Hast du es auch? Ja. Wir teilen uns hier in Russen, oder was? Ich weiß nicht, ich stehe noch im Hintergrund, glaube ich. Nein, 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 Daddy regelt das. Daddy regelt das. Oh, ein Stich. Aber das Messer, den Schmerz, den blende ich aus. Ich ignoriere sowas. Like Van Damme, ey. Oh, oh. Was macht er jetzt? Nein, er hat eine Knarre. Rückendeckung, Kreis. Boah, Terminator-Ende. Aber wesentlich schneller. Ja, wirklich. Alter, was ist los? Er hat eine Atomrakete gestartet. Der ist ein echter Russe. Alles klar, ich bin dran. Ich bremse sie mit meinen Arschbacken. Ja, halt sie fest. Ich klammer. Ich mache ein ganz fieses Muskeln. Wo ist denn hier mein Bro? Ja. I remember when we first met. I was just a fun-loving girl in dreadlocks, but you saw me as more than that. We snap at each other sometimes, and I don't always understand your message. Ich bin tief drin, sag ich dir. Sehr tief drin. You said, hey Piss, how would you like to be the face of the Saints? And I was all, oh man, I'm gonna miss you. Ey, Moment, noch bin ich am Leben, ja? Ich hoffe, du hängst auch an der Rakete dran. Ja, ich kletter. Jetzt will ich aber auch meinen. Wenn, dann sterben wir gemeinsam. Klappe zu, Matt Miller. Ich kann niemand leiden. Oh, danke schön. Hey, wir überleben das. Yes, America, bitches. Ja, und so wurde ich damals Präsident der Vereinigten Staaten. Eine wahre Geschichte. Let's Plays direkt aus dem Weißen Haus. Yes, ich habe einen Berater. Stabschef Benjamin King, ey. Benjamin King, der Prediger. Benjamin Motherfucking King. Benjamin Black Dynamite King. War Black Dynamite so cool? So, endlich, nach 15 Minuten Ladezeit sind wir hier in dem Charaktereditor und wir müssen hier unsere Karriere wählen. Oh Mann. Kreis, was wirst du? Ich glaube, ich nehme die weiße Anführerin Amerikas. Oder? Hilldog? Hilldog? Oder nehme ich die aus der Newstime? Newstime? So die mit Latina, der Elvis-Locke. Ne? Also ich würde heute so eine starke, schwarze Nicki Minaj werden. Ja, aber Nicki Minaj ist doch hier mehr in Saints vor. Die auf der Cash Grab, oder? Auf dem vierten Magazin. Ja, aber ich weiß nicht. Die ist ein bisschen zu alt, oder? Ja, oder du nimmst die aus dem letzten Magazin und machst nee, der dickere... Nee, du hast recht. Ich nehme die Cash Grab. So entschieden. Da ist sie. Nicki Minaj. Also, Geschlecht auf jeden Fall weiblich. Ja. Auf jeden Fall. Ethnische Zugehörigkeit, okay. Afroamerikanisch. Was bist du? Ich bin eine stinknormale Weiße. So, Nicki Minaj ist ja so ein bisschen fülliger, aber nicht dick, ne? Ich muss mir eine Bubarella machen. So, das übernehmen wir jetzt. Haut, schön dunkel hier. Obwohl, Nicki ist ja auch gar nicht so dunkel. Also ich will unbedingt Nicki Minaj werden. Hautton,
Bauarbeiterbräune. In echt? In echt, natürlich. Reparationen werden jetzt eingeleitet. Alter. Und dann zeigst du dich der Öffentlichkeit. Ich mach mich 20. Sex Appeal. Aber volle Kanne Sex Appeal. Ich will schwarze Hupen. Mit 20 schon richtig faltig. Echt? Bei dir? Ja, wenn ich die auf 6 mache, dann ist sie nicht faltig. Aber wenn ich sie auf 20 mache, kriegt sie schon so ein bisschen im Gesicht. Aber hier Hupen so ein wackeln irgendwie. Derbes Grübchen. Oh, Sex Appeal muss ich volle Kanne machen, weil ich bin ja Bubarella. Das sieht so blöd aus. Oh Mann. Moment. Mein Gesicht ist viel zu breit. Gehen wir mal hier rüber zu den Haaren. Was hat Nicki Minaj denn bitte schön für Haare? Der Fukuhila, Alter. Der sieht richtig gut aus. Der sieht richtig gut aus. Moment, ich brauche irgendwie eine coole Frise. Aber es soll auch irgendwie nach Black Power aussehen, weißt du? Ach so, ja. Kopfdeckenbreite, was man hier einstellen kann. Man kann so viel einstellen, der ist richtig üppig. Ich würde sagen, ja, ich weiß nicht. Nikki würde auch sowas tragen. Eigentlich hat sie ja lange, glatte Haare. Lange, glatte Haare, das muss es doch auch geben. Wo sind denn hier bitte schön die langen, glatten Haare? Stirn. Ah, das ist auch nicht schlecht, dieses Voluminöse. Ah, hier drüben. Ja, das ist Nikki. Das ist absolut... Ups, jetzt habe ich es nicht übernommen, Moment. Das war irgendwo ganz unten, das ist absolut Nikki. Bin mal gespannt, wie du am Ende aussiehst. Also ich habe richtige Boobs, Alter. Ich habe auch richtige Boobs. Na, wo war's denn jetzt? Hast du so richtige Riesenboobs? Ich habe so richtige Riesenboobs. Ja, ich habe die auch genommen, weil ich Bubarella bin. Ist das Boob-Kommando, sag ich dir. Vielleicht sollten wir echtes Wrestling mal ausprobieren. Make-up. Mit den Dingern kannst du Bierdosen zerkloppen, Alter. Nikki hat ja auch so abgefuckte Augen, ne? Ups, jetzt habe ich irgendwie aus Versehen... Nein, ich habe alles zurückgesetzt, oder was? Oh Gott, das ist ja blöd. Oh. Egal, warte, ich mache hier schnell. So, wieder so hier in die Richtung ungefähr. Ja, das stimmt. Übernehmen. Okay, jetzt weiß ich, wie ich auszusehen habe. Übernehmen. Dann hier Sex Appeal auf 100. Kann ich irgendwie den Hintern noch ein bisschen breiter machen? Die Haut. Hautton. Ach komm, Bikini-Tanga ist eigentlich auch ganz sexy. Nehme ich mal mit. Ich bemal mir gerade das Gesicht. So, dann Merkmale. Blaues Auge links. Nee, danke. Also ich habe rechts ein blaues Auge. Natürliche Augen habe ich genommen. So, dann die Augenfarbe. Ich habe ja eigentlich so große Augen. Ne? Nicki Minaj hat doch so große Augen. Ich weiß gar nicht so genau, wie die aussieht. Also bitte. Das muss man doch wissen. So. Augenfarbe nehme ich blau. Ohren können wir so lassen. Die Wangenknochen. Oh nein, ey, wie kriege ich denn das jetzt wieder weg? Moment, hier muss ich auch noch ein bisschen Feinarbeit machen. Na, hier ein bisschen mehr Wangenknochen. Ein bisschen mehr Wangenknochen. Ein bisschen mehr Wangenknochen. Nicki Minaj. Nicki Minaj mit dem dicken Arsch. Die Nase. So. Nein. Nasentiefe, Nasenhöhe. Gott, hier kann man so viel einstellen. Alter Schwede, es ist krass, ne? Ich bin total hier... Hey, ich wollte doch Eyeliner. So, also Nicki Minaj wird wirklich sehr schwierig nachzubauen. Das kann ich jetzt schon sagen. Oh Gott, wie das aussieht. Kannst dir voll die Schweinenase geben. Ja, so passt das schon. Yep. Sie müsste nur ein bisschen dünner sein. Und kann ich irgendwie den Arsch breiter machen?
Wer ist Nolan North? Ach so. Nolan North? Persönlichkeit, ja, bei, Stimme. Bei Stimme kann ich Nolan North auswählen. Ich glaube, ich bin Nolan North. Ah, okay, die 3 passt am besten. Ey, du kannst sie sogar richtig hoch machen. Ich mach sie ein bisschen höher. Komplimente. Boykult-Tanz. Der Brustklopf. Ich nehm den Brustklopf. Den muss ich nehmen, ja, den muss ich auch nehmen. Der Brustklopf. Alter. Die Grundschule. Der Haustierdetektiv ist das. Ey, ein bisschen davon, wie sie wackeln. Oder der Angsthase. Das Wort. The word is the bird. Auferstehung. Oh, ich will den Nature Boy. Ric Flair. Man kann den Nature Boy machen und sie macht sogar Woo. Ich bin der Wichser. Aber so 100% zufrieden bin ich noch nicht. Ich glaube, sie ist noch ein bisschen zu dick. Kann man den Körperbau nicht irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich will auch gerade gucken. Weißt du, ich will mehr Arsch. Körper. Körperbau. Ich glaube, ich nehme so ein Mittelding. Mann, hab ich Brüste, sage ich dir. Das ist krass. Das ist richtig. What? Warum hat das eben gar nicht übernommen? Mal hier hin. Ja, ich möchte die... Nein, möchte ich nicht verwerfen. Nein, ich will doch einfach nur raus. Ich will es nur bestätigen. Okay, jetzt hat er's. Gut, es hat ewig lange gedauert, aber ich denke, wir haben es hinbekommen. So, jetzt fehlen nur noch die Haare und dann bin ich eigentlich durch. Ich war so eine krasse Bodybuilderin. Boah, die Muskeln, Alter. Ist ja widerlich. Nee, sowas will ich nicht. Sowas will ich nicht. Ja, man kann doch hinterher noch zum Schönheitschirurgen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Augen. Deswegen habe ich auch ein blaues Auge. Sie hat viel durchgemacht. Sie ist aber tough, sage ich dir. Aber sie muss dich ja auch beschützen. Kann ich nicht Kleidung auswählen? So, Moment. Nee, die Kleidung, die können wir erst im Spiel auswählen. Okay, ich würde sagen, ich bin bereit. Und du? Bist du bereit? Legen wir los. Spiel starten. Ja, warte. Okay, Moment. Wenn ich jetzt auf Spiel starten gehe, Spielereinstellung verlassen, übernehmen. Okay. Okay, Moment. Übernehmen.